Jetzt kommt nämlich das Studiospiel. Und das Studiospiel, das ist, also bis jetzt war ja alles draußen. Ne? Ich habe viel gemacht draußen mit anderen Menschen. Und was wir jetzt tun, das geschieht live hier im Studio mit unseren lieben Zuschauern, dort im Publikum und euch hier. Ich wollte einfach mal dazu mal vielleicht ins Publikum gehen und fragen, ob jemand vielleicht Lust hat, mal mitzuspielen. Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Wo kommen Sie her? Aus Moldawien. Aus Moldawien? Ja. Applaus, der ist extra aus Moldawien gekommen, um zu gucken, wie ihr das macht. Möchtest du mal mitspielen? Na klar. Okay, cool, komm mit. Ein Riesenapplaus, wie heißt du? Annika. Ein Applaus für Annika. Hallo, Annika. Hallo. Woher kommst du? Aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Und wo wohnst du genau in Berlin? Das können wir nachher bereden. Das finde ich cool, dass für mich auch was abspringt heute. Und Annika, guck mal, also das Spiel geht jetzt folgendermaßen. Du siehst hier die beiden Männer, ne? Ja. Von den, die heute unsere Kandidaten sind. Okay. Ne? Wie viel Euro müsste ich dir bezahlen, damit du mit Christian schläfst? Ich würde nicht mit ihm schlafen. Nein, du musst mir eine Zahl, wenn du müsstest. Hinter dir steht ein Mann aus Moldawien mit einer Kalaschnikow in der Hand. Und er bedroht dich und er sagt, ich erschieße dich, wenn du nicht mit Christian schläfst für ein paar Euro. So, für wie viel Euro müsste ich dir bezahlen, damit du mit Christian schläfst? Und flüstert es mir ins Ohr, damit er das nicht hört, okay? Okay, gut. So, jetzt musst du raten, ja, Christina? Christina, du musst jetzt raten, was sie wohl nehmen würde an Geld von mir, damit sie mit deinem Mann oder Freund schläft. Was schätzt du, was hat sie gesagt? Nicht du. Naja, da sie einen Freund hat, das ist total blöd. Ja, aber in der Fantasie, wenn der Moldawier da hinten lüstern steht Kalaschnikow und sie bedroht. Wie viel Euro? Sag eine Zahl, was schätzt du? Für wie viel Euro? Eine Million. Eine Million schätzt du. Okay. Jetzt guck dir mal den Martin an. Für wie viel würdest du mit dem? Mit Martin, von der Sonja den? Okay. Sonja, was schätzt du? Für wie viel würde sie mit deinem Typen schlafen? Ich denke mal, auch wenn sie einen Freund hat, vielleicht so 20. 20 Euro? Okay. Damit liegst du sehr weit weg. Dann wird 1,5 Millionen Euro gesagt. Und hier stimmt's genau. 1 Million hast du gesagt, hat sie auch gesagt. Damit gehen 5 Punkte an dich, Christian. 5 Punkte. Vielen Dank, Annika. Dankeschön. Ah, ich glaube, mein Hamstermonat. Wir kommen schon zur nächsten Spielrunde. Das ist voll krass. Aber bevor wir das Spiel jetzt uns angucken, weil es das alles entscheidende Spiel ist, gucken wir mal, worum es geht. Und gucken jetzt noch mal auf den Punktestand genau. Dass wir noch mal genau wissen, wie es gerade steht. Oh, dadurch die 5 Punkte gerade bei dem Chatspieler hat Christian aufgeholt mit seiner alten. Er hat 19 Punkte und Martin 15. Das wird noch mal spannend. Das wird noch mal spannend. Das heißt, dass es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen quasi ist. Und das Spiel jetzt entscheidet alles. Und das Spiel fand in einem Puff statt. Also es hat sich Massagesalon, nennt sich das. Damit die Frauen denken, ihre Männer haben was am Rücken, wenn die da reinlatschen. Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Puff mit echten Prostituierten. Und unsere Girlfriends, die haben sich auch als Prostituierte verkleidet in dem Bordell und sind unter die echten Prostituierten gegangen. Und immer dann, wenn sich ein Freier, also ein Typ, der mit denen schlafen will, für unsere Girlfriends entscheidet, kriegt das Girlfriend 5 Punkte. Und jetzt gucken wir uns zuerst mal an, wie das bei Martins Girlfriend so lief. Bei Sonja, die sich auch als Prostituierte verkleidet hat. Also da, im Puff halt. Und wie viele Punkte sie mir nach Hause bringt. Schauen wir uns jetzt mal an.